Guten Tag, ich spreche mit Sven Weber von Arbeit und Leben, womit eigentlich 24 Stunden rund um die Uhr abgedeckt sind. Trotzdem wäre ich neugierig, mit wem habe ich es zu tun und was machen Sie? Ja, ich bin Sven Weber von Arbeit und Leben. Wir sind eine Gesellschaft für Beratung und Bildung und meine Aufgabe ist es, als Prozessberater, Trainer und Coach für die Organisation tätig zu sein im Feld der betrieblichen Weiterbildung. Das heißt ganz konkret und einfach gesagt, bin ich in Betrieben unterwegs und probiere, unterschiedliche Veränderungsprozesse zu initiieren und zu begleiten. Und dabei führe ich selber auch Trainings und Workshops, Beratungen und Coachings durch. Jetzt sprechen wir heute über ein ganz spezielles Thema, was vielleicht der eine oder andere nicht unbedingt direkt zum Training und Coaching zählen würde. Wir sprechen nämlich über die Erfahrung von Führungskräften und überhaupt von Trainees in Zusammenhang mit Pferden. Wie kamen Sie dazu? Ja, das ist eigentlich eine Sache, die mich auch schon ganz, ganz lange interessiert. Wie ich gerade eben erzählt habe, ist es selber ja auch seit 10 Jahren mein Beruf, mich im Gebiet der betrieblichen Weiterbildung zu bewegen, selber als Trainer, Berater und Coach, aber natürlich bin ich immer interessiert, weitere neue Ansätze kennenzulernen und das Thema Führen mit Pferden ist mir schon seit langem begegnet. Ich habe es allerdings noch nie geschafft, jemanden kennenzulernen, der mir genau erzählen konnte, was das denn genau ist und was denn da passiert. Und so kam es aber im letzten Jahr bei der Messe Zukunft Personal dazu, dass ich zufälligerweise am Stand von Parion gelandet bin und dort habe ich Petra Dernbach kennengelernt, die Inhaberin von Parion, die pferdegestützte Führungstrainings durchführt. Pferdetraining, Führungskräfte, das klingt für die meisten wahrscheinlich genauso exotisch wie gemeinsam klettern gehen. Was hat Sie davon überzeugt? Ja, das Spannende an der Geschichte mit den Pferden ist, dass es ein Training ist, was eben auf diesem Element des Erfahrungs- und erlebnisorientierten Ansatzes basiert. Das heißt also, Lernen kann in vielfältigsten Arten und Weisen passieren. Aber die eindrücklichste und stärkste Methode, wie Menschen lernen, das zeigen die Neurowissenschaften, die Hirnforschung ganz klar, genauso wie im Bereich der Werbung. Es funktioniert über die Emotion, über das eigene Erleben. Und da bietet das Konzept des pferdegestützten Trainings einen super interessanten Zugang. Und zwar ermöglichen die Pferde eine direkte Rückkopplung oder eine direkte Spiegelung der gesamten nonverbalen Kommunikation und des gesamten Ausdrucks, den wir Menschen haben. Und wie wir alle wissen, 80% jeglicher Kommunikation passiert nonverbal. Passiert über Stimme, passiert über Gestik, passiert über Mimik. Und wir legen trotzdem als Menschen, insbesondere in der Geschäftswelt, noch sehr, sehr viel Wert auf das gesprochene Wort. Und so viel andere Botschaften kommen aber eben über andere Kanäle. Und das Pferd bietet uns an der Stelle die Möglichkeit, mitzubekommen, wie unsere Wirkung nach außen ist. Reagieren Pferde auf Mitmenschen genauso wie Mitmenschen auf Mitmenschen reagieren oder wo ist da die Kommunikations- und Austauschebene? Das ist richtig. Das Pferd hat ja schon eine ganz, ganz lange Geschichte auch mit dem Menschen und reagiert genauso wie der Mensch eigentlich auf den Menschen. Allerdings ist der große Unterschied
dass wir in unserer sozialen, kulturellen Welt es gewohnt sind, über abgesprochene Konventionen und Verhaltensregeln sozusagen uns so auszudrücken verbal, dass wir diesen Normen und kulturellen Regelungen entsprechen. Und das Pferd kennt keine Kultur, kennt keine sozialen Regelungen, sondern regelt oder spiegelt direkt das rüber, was bei ihm ankommt. Und deshalb ist es sehr direkt und unverblümt. Und man kann mit diesem Kontakt arbeiten. Auf dem Curling, auf dem Corporate Learning Camp werden Sie wahrscheinlich, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, nicht anreiten, sondern ganz normal hingehen. Werden Sie über Ihre Erfahrungen erzählen? Ich selber werde bei dem Corporate Training Camp nicht mit dabei sein, aber meine mittlerweile Kooperationspartnerin von Parei und Frau Dernbach wird selbstverständlich Rede und Antwort stehen bei diesem Camp und auch ihre vielfältigsten Erfahrungen mit den Teilnehmern und den Pferden erzählen und daraus berichten. Erinnern Sie sich an einen Moment, der besonders eindringlich war in Ihrem Erstkontakt mit den Pferden? Ja, ich habe selber nie großen Bezug zu Pferden gehabt und von daher ging es mir auch so, glaube ich, wie es fast 90% oder 99% der Menschen wahrscheinlich geht, wenn sie in so ein Training kommen. Man hat wenig direkten Bezug vielleicht zu diesem Tier und das Beeindruckende ist wirklich diese Sensibilität und diese hohe emotionale Intelligenz, die dieses Tier besetzt. Man kommt in die Halle und die Pferde bewegen sich frei in der Gruppe und es passiert eine ganze Menge an Kommunikation, ohne dass gesprochen wird. Und das live zu erleben und mitzubekommen, ist sehr, sehr beeindruckend. Was haben Sie aus der Arbeit mit Pferden für Ihre Trainings mitgenommen? Also Stichwort nonverbale Kommunikation. Ja, also ich bin sogar danach, nach dem Training, so begeistert gewesen, weil ich auch aus unterschiedlichen anderen Ansätzen des erlebnis- und erfahrungsorientierten Lernens ganz, ganz viele Parallelen erkannt habe zu diesem pferdegestützten Ansatz, dass wir ein gemeinsames Angebot jetzt auch mit Parion aufgelegt haben, das sozusagen diesen ganzen wertvollen Erfahrungsschatz, den dieses Erlebnisseminar bietet, vorbereitet und auch nachbereitet, wie es das braucht in einem professionellen Training. Und ansonsten kann man sagen, sind wir jetzt weiter am Überlegen, mit den Pferden kann man nicht nur Führungstrainings gestalten, sondern man kann genauso gut Teamtrainings entwickeln. Man kann Change Management, Veränderungsprozesse gestalten und da gibt es noch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich denke, da stehen wir ganz am Anfang in der Zusammenarbeit mit Parion. Herr Weber, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe den einen oder anderen neugierig gemacht auf den Workshop mit Frau Dernbach. Ich bin sicher, das wäre auch vollkommen in Ihrem Sinne. Sie haben sie ja kennengelernt und Sie haben sich auch bereit erklärt, hier dieses Interview zu führen, sozusagen, um die Credibility zu erhöhen. Das scheint was dran zu sein und vor allem, es ist so auf den ersten Blick zumindest exotisch. Vor 100 Jahren wahrscheinlich wäre es nicht so exotisch gewesen. Das ist ein schöner Gegensatz zu der Laptop-, Smartphone- und iPhone-getränkten normalen Barcamp-Atmosphäre werden wird. Ich bedauere es sehr, dass kein Pferd dabei sein wird. Das ist natürlich sehr schade. Ja. Aber trotzdem denke ich, der ein oder andere wird was mitnehmen. Herr Weber, ich bedanke mich und Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Tschüss.